So, hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Und hier ist Zocken wieder online und ich bin nicht alleine unterwegs und der Geist ist auch mit da und der Sergeant Müller. Moinsens. Der blöde Geist. Den haben ich wir irgendwie bis jetzt nicht andauernd. Den blöden Geist. Der macht mir so eine Angst. Am Anfang fand ich den ja gerade wegen des Schockmomente noch ganz lustig. Hier ist es nur noch nervig. Bist du an den Generator oder ist das jemand anders? Wir sind hier gerade an Generator. Zu zweit an einem Generator. Das bin ich. Ist bei dir der Geist? Nein. Wo bist du, Onkel? Okay, ich glaube, ich habe halt mich, also ich. Also ich versuche hier ja immer in den Nebel reinzurennen. Boah, ich weiß nicht, ich bin sowas von angespannt. Ich bräuchte mal deine Hilfe. Wo bist du denn? Ich hab keine Ahnung. Oh. Ich bin in den Kommen. Oiski, war das jetzt knapp. Oh, ich höre ihn. Ich habe voll Angst. Ich bin auch gerade total angespannt. Ich höre immer diese. Was mich gerade annervt, ist mein Rumgeschrei. Ich habe ihn. Boah, beziehungsweise er hat mich. Kannst aber die Killer töten. Ach nö. Bloß verstecken. Ach, hörst du einen Killer auf? Nee. Oh, danke, ey. Dieses Rumgejammer von mir hat mich jetzt so übelst angenervt. Ich bin im Haus. Ich auch, wir auch. Ich komm gerade Treppe hoch. Ach, nicht in dem ich Haus. Bin ist er Sicht unsichtbar? Sicht unsichtbar. Er ist sichtbar. Scheiße. Immer durch den Nebel. Oh.
Hat die mich jetzt erschreckt, die Tusse? Boah, ich entkomme ihn irgendwie immer wieder. Geil. Ich glaube, das ist halt deine Runde. Aber ich kann keinen Generator machen, weil der immer wieder irgendwo bei mir ist. Gut, der Nebel kommt gerade. Das passt mir sehr gut. Und nee, jetzt ist das fertig. Ich bin so erschrocken von dem scheiß Generator. Puh. Mann. Oh, ich weiß nicht, meine Hand ist gerade voll schwitzig. Okay. Ich will mich am liebsten nicht bewegen irgendwie. Ich gammel hier schon die, weiß nicht, bestimmt 20 Minuten bei dem Ausgang rum. Boah. Und hoffe. Fick dich, du Scheißgeist, ey. Da gibt es doch einen Sack. Oh, irgendwie schaffe ich es irgendwie immer wieder dem zu entkommen. Habe ich jetzt hier so ein komisches Symbol da unten? Weil so ein Typ in deiner Nähe ist, der die Fähigkeiten hat. Okay, wir sind am Ausgang. Habt ihr aufgemacht? Was? Habt ihr schon aufgemacht? Er macht gerade auf. Gut. Ich mach auf. Offen. Der ist beim Ausgang, ist gerade raus aus dem Ausgang gegangen. Also ich kann gehen. Also der Typ, was kannst du, wie erst Ausgang? Ja. Der ist hinter dem langgerannt, geil. Soll ich jetzt zu euch kommen? Nein, geh raus. Okay. Und draußen. Okay. Wir sind alle raus. Uiuiui. Das war ehrlich das angespannteste Spiel überhaupt. Oh. Ja. Puh, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Kill.
Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur Bluthütte bei Dead by Daylight. Und wir zocken das Ganze wieder online und der Herr Sergeant Müller ist auch wieder mit am Start. Moinsens, und du bist direkt vor mir. Genau. Immer schön merken, der Müller sieht aus wie ich. Hä? Fallmann, ja! Kein Geist! Ach ja, stimmt. Wo rennst du hin? Ja, hier zum Generator, ne? Gibt ja richtig einen fetten Bonus. Kommt doch auch her. Kriegst auch noch Bonus. Habt ihr den jetzt verkackt? Komm, schnell. Einfach nur dranhängen. Siehst du, kriegst auch einen Bonus. Ich gehe dem Kartenmann hinterher. Okay, da hat einen von uns. Geh da vorne zu dem Generator. Ist das Schwierige wenigstens weg. Alter, bei mir ging es gleich. Alter, sind jetzt die Minispieler aber immer schnell gewesen. Was sind? Die, wie heißen die Scheißdinger? Quicktime-Event. War jetzt ganz schnell, ja. Am Anfang. Mann! Manchmal kann man gar nicht drücken. Boah, ich hab keinen Bock mehr. Dieses Scheißding. Warum verkackt ihr immer, oder? Jo. Wollen wir retten oder Ego-Trip? Oh, ich will mal wieder gewinnen. Oh! Ja, das war's. Hat er gut gemacht. Er hebt eine Falle auf, legt sie genau vor mir hin, er geht weg. Aber er geistert hier noch ein bisschen rum. Warte. Zur Absicht, komm doch. Er geistert hier rum. Legt genau vor mir eine Falle. Ja, ich weiß nicht, er ist weg. Ah ne, er kommt wieder. Er ist wieder weg. Er läuft den anderen hinterher. Nein! Was macht der denn da? Der macht einfach die Falle. Der muss aber. Der macht einen. Das ist für eine Aktion hier, das habe ich jetzt auch so losgefunden. Egal, dann schauen wir mal ein bisschen zu. Komm schon. Sauber, hau ab. Werf um. Jetzt hockt dich irgendwo hin. Gut. Okay. Er ist weg. Sehr schön.
Gut, Rabita macht den nächsten Generator, genauso wie Ozzy. Ozzy hat gleich fertig. Die Kiste da ist ja schon gemacht, ne? Ich glaub schon. Gut, Ausgang. Nee. Warte, ich schaue. Eine Karte. Ein bisschen, ist immer hier. Und nee, komm. Hau ab. Er hat Tor offen. Ja, welches? Warte. Also Ozzy wartet. Schön zu warten. Ja, rennen geradeaus. Einfach geradeaus. Da sind sie. Da ist auch das, da ist auch die, der Ausgang, der offene. Immer geradeaus, geradeaus, geradeaus. Halt dich rechts, rechts halten. Genau, hier ist geradeaus. Perfekt. Dann kommst du genau zum Ausgang. Okay, er ist raus. Sie geistert da hinten irgendwo rum. Okay, tschüss. Geh, 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 geh. Boah. Boah, ich hatte jetzt erst im letzten Moment gepeilt. Scheiße, ich brauche bloß noch einen Schlag. Boah. Ja, liebe Freunde, so schaut's aus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Kill. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wieder mit am Start ist der Müller. Hallo? Connection lost. Na. Ja, da ist der TS down und der Müller wollte bestimmt Hallo sagen. Aber jetzt müssen wir verzocken ohne den Müller, das macht jetzt nichts. Dann unterhalte ich euch eben ein wenig. Ja. Yeah. Hier ist versteckt, dass ich hinter meinen Baum. Nee. Falls ihr euch wundert, warum ich immer nach oben gucke, das liegt einfach daran, weil ich die Lichter vom Kompressor-Generator erblicken möchte. Der Müller ist mit dran. Das kann nur schief gehen mit dem Generator. Er hat es geschafft. Das habe ich gesagt. Durchstehen, das wusste ich gar nicht. Da ist der Müller wieder. Ja, und da ist der Auge wieder, Freunde. Und ich werde gejagt. Da ist er. Ja, das ist gut. Der hat es zertreten, das ist sehr gut. Wie gesagt, jetzt sind wir wieder zu zweit, also ist das ein bisschen munterer hier. Uahaha, es war jetzt schon etwas anders als dieser Kettensägen-Wichser, habe ich. Hat
komm schon. Werd fertig, werd fertig. Mann, er ist wieder hier. Nein, er hat mich erwischt mit seiner verfickten Kettensäge. Im verfickten Scheißfenster. Mit einem verfickten Scheißgesicht. Der ist weg. Hilfst du, kannst du mich aufheben? Der ist weggerannt. Schnell. Ich komme. Ich bin der, nein, ich bin nicht der, ich bin der andere. Ja, wo? Ja, du rennst jetzt, ach, warte, ich war aufgehobt. Aufgehobt. Oh. Ich mag das Kistenpark. Komm. Was haben wir hier? Wir tauschen auf. Alter, ich brauche jetzt erstmal die Kiste, ey. Ich kann dir sofort eine zeigen. Wo bist du? Da, wo es geknallt hat. Ah, da, alles klar. Hallo, ich komm mit. Da. Hast du, oder hast du ein Heilpaket? Heilpaket. Ich kann dich auch so heilen. Jetzt rechts. Boah, dieser Drecksack, ey. Ich brauche wieder meine gute Entkommtour. Ich hab nie einen Tag. Nee, benutze es nicht. Hilf es dir auf, weil du sammelst okay. Das ja. Und so kriege ich halt auch Punkte. Dankeschön. Bitteschön. Ja, wahrscheinlich, wenn wir das hier gewinnen sollten, nehme ich die Taschenlampe mit ins Lager. Warum? Ja, weil Sachen, die du nicht benutzt, nimmst du mit ins Lager. Sicher? Ja. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 oder 4 von diesen Medis. Da hab ich gesehen, diese Tricks. Nein! Ah, dieser Wichser. Er bringt dich nach unten. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob das schön ist. I got a hangover. Cool. Warte. Pfeffer kommt. Okay, du hast geguckt. Warte, lass ihn mal ein bisschen weglaufen. Cleaner! Der hat mich einfach blockiert, der Penner. Fuck, Mann. Mann. Verdammte Fickscheiße. Ja, dann nehmen wir wohl nichts mit ins Lager. Achso, Wiggle, geht so. Das wird nichts. Aber warte, wenn er abhaut, versuche ich hier zu entkommen. Komm, kriegst du noch hin? Nochmal, noch ein. Ah. Nein, noch ein Mann! Ich hab's erledigt. Ich werd's noch runterholen, ja. Überlebe! 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 Hallo? Ja. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Ich denke, hallo?
Der hört sich jammern, denke ich mal. Ja. Blinde! Ja! Er ist doch blind! Was ja, ist denn das für ein Kistenvolk eigentlich? Da siehst du die Kisten in ein paar Meter Entfernung lila aufblinken. Ah, cool. Komm noch ein bisschen, bisschen. Ne, das war's. Okay. Achso, ich muss mich vielleicht mal noch von der letzten Runde entschuldigen. Ich bin vorsichtig auf Zuschauen gegangen, sondern bin einfach raus. Ah, das passiert manchmal. Ich war so im Geschäft, würde ich jetzt sagen. Im Gefecht. Mal gucken, wie sich Brunhilde schlägt. Boah, Igerjack! So, sie hat auf jeden Fall Dingsbums-Möglichkeit, in die Klappe zu gehen. Warum denn eigentlich? Das sind noch drei, hä? Ja, das müssen ja zwei Kompressor gemacht werden. Ja, so rum war's. Oder drei? Drei? Hm. Ich frage mich gerade erstens mal, warum hängt er die ganze Zeit hier rum? Weil hier vielleicht der Ausgang ist. Weil das kann ich mir gut vorstellen, dass hier der Ausgang ist. Bitte schaff es, Mädel, schaff es. Ich kann ruhig einen Schlag abbekommen. Ja, guck, da unten rechts läuft er rum, da siehst du. Aber ich habe gemerkt, wenn du alleine bist, hörst du das Ex. Also auch von weiter weg irgendwie habe ich das Gefühl. Da kann man jetzt schon davon ausgehen, dass hier irgendwo eine Klappe ist. Ja. Oder sie wartet vielleicht, bis ihr Perk-Downrest wieder fertig ist. Glaube ich nicht. Eigentlich ist es ja, denke ich mal, er, oder? Keine Ahnung. Hm. Ich sage sie. Weil weiblicher Charakter so, ne? Mhm. Och Mädel, komm. Seh zu. Ich denke mir hier gerade mal den Killer, da muss es doch langweilig sein, da dort eine ganze Zeit rumzurennen. Ah, da läuft er doch irgendwie rum. Er kommt hoch, ne? Oder? Also ich weiß nicht, ob ich so ruhig bin. Nee. Okay. Das ist Ausgang! Rechts, rechts! Mann! Lauf zurück! Lass dich am rechts! Mein Gott, da ist die blöd! Der hatte dich gesehen, scheiße! Oh nein! So, und er läuft bestimmt da vorbei, zeigt's ihr. Also ich hätte es gemacht. Boah. Man fiebert sogar mit, wenn man die Kids spielt. Naja. Ob wir das jetzt gesehen hätten, wenn wir im Spiel gewesen wären, glaube ich auch weniger.
Ja. Naja, liebe Freunde, so kann es gehen. Mal wieder der Killer gewonnen. Es ist so nervig. Also ich habe Punkt verloren. Okay, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Kill. Tschaußen.